von einer examinierten Pflegekraft mit viel Erfahrung im Bereich Qualitätskontrolle und GMP im pharmazeutischen Kontext, aktuell aktiv, auch da hinten mit dem Stand, im Kappa Cannabis Patientenverein. Bitte einen ganz großen Applaus für Mirta Rostas. Danke dir. Vielen Dank. Dankeschön. Könnt ihr mich verstehen, ja? Liebe Community, es ist wunderbar, hier mit euch diese Hanfparade zu feiern. Diese Hanfparade ist nicht nur ein Fest, es ist ein Zeichen der Gemeinsamkeit, der Kraft der Gemeinschaft, durch die wir auch Erfolge erzielt haben. Wir haben einen langen Weg vor uns gehabt und der Weg geht auch weiter. Noch vor kurzer Zeit mussten Patienten mit seinem Arzt oder mit deren Arzt und selbst auch bei der Krankenkasse eine Kostenübernahme für medizinisches Cannabis beantragen, mit Begleiterhebungsbogen und den ganzen Drum und Dran. Heute, es ist gar nicht so lange her, hat der Bundesgesundheitsausschuss beschlossen, dass 16 Ärzte, 16 Fachrichtungen medizinisches Cannabis verschreiben dürfen, ohne einen Antrag bei der Krankenkasse zu stellen. Das ist eine gute Nachricht. Daraufhin haben wir sehr lange gearbeitet. Das ist ein richtig guter Meilenstein, erfreut uns. Der Weg ist aber noch nicht beendet. Ich habe bei der AOK und bei TK nachgefragt. Mir wurde gesagt, dass tatsächlich ein Arzt Cannabis auf Rezept ausstellen darf und dann wird ihm das auch bewilligt. Aber es gibt natürlich Ausnahmen. Wenn die Diagnose nicht bekannt ist oder Krankenkasse ist sie unsicher, dann wird das Ganze zur MDK zur Prüfung geschickt, aber sonst nicht. Da sind wir schon einen Schritt weiter gekommen. Ich habe aktuell mit einem Fall zu tun aus meinem näheren Umfeld. Es geht hier um eine Person, die vor 2 Jahren an Bandscheibenvorfall operiert wurde. Und der Mensch hat die Diagnose jetzt OP-Schock. Also sein Körper ist nach dieser OP in einem starren Zustand, kann sich überhaupt nicht entspannen und dadurch verursacht das Ganze Schmerzen im Lendenwirbelsäulenbereich. Man wusste lange nicht, woher das kommt, weil er wurde ja operiert. Jetzt weiß man die Ursache oder man vermutet die Ursache und es ist so gewesen bei diesen Menschen, dass er mit Cannabis nichts am Hut hatte. Ich habe auch keine Vorschläge für medizinisches Cannabis abgegeben oder irgendwas dazu gesagt, weil ich wusste, das wird vielleicht nicht so gut angenommen. Dieser Mensch hat letzte Woche, weil er nicht einschlafen konnte, jemanden gefragt, ob er ihm ein Joint besorgen kann und hat ihn geraucht zum ersten Mal in seinem Leben, diesen Joint. Und er konnte diesmal schlafen und konnte sich entspannen. Er besorgt sich jetzt auf Schwarzmarkt sein Cannabis, weil er noch keinen Arzt gefunden hat, aber er hat festgestellt, dass ihm das hilft. Wir haben jetzt aber den nächsten Problem, er kann zum Arzt gehen und er kann sich ein Rezept verschreiben lassen, das ist ja alles wunderbar, aber ich finde aktuell sehr schwer einen Arzt für ihn. Das ist die nächste Herausforderung, die wir angehen müssen, um auch wirklich eine runde Sache, ein gutes Ergebnis für Patienten zu erreichen, ist das die nächste Hürde.
Körperpatientenverein hat auch einige Erfolge zu verzeichnen mit Webinaren, mit Vorträgen und so weiter und die Hanfparade ebenfalls. Und wenn wir hier stehen, dann weiß ich, wir sind eine Gemeinschaft, die nicht aufgeben wird, die sich weiter für ihre Rechte und die Freiheit und Rechte anderer Menschen und auch Patienten einsetzen wird. Ich lade euch ein, diese Hanfparade zu genießen und wir müssen weitermachen. Bitte nicht aufhören mit Ihrem Engagement. Vielen Dank. Vielen Dank, Mirta Rostas.